Ja, hallo, willkommen, mein Name ist dann JuroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja das Railroad-Finale abgeschlossen. Entweder das oder das Bruderschaftsfinale, weil ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochladen werde. Und zwar habe ich vor, jetzt erst einmal das Institut-Finale hier abzuschließen, weil da haben wir, glaube ich, schon so einen guten Weg hier irgendwie hinter uns. Als wir ja das Railroad-Finale gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob das Bruderschaftsfinale jetzt wieder so ähnlich wird wie das Minuteman oder Railroad-Finale. Ich denke mal ja. Aber das Institut kann ja nicht genau gleich sein, so wie das wie die anderen drei, weil die anderen drei Endings, die haben irgendwie irgendwas damit zu tun, als wäre das Institut in die Luft jagen. Wir werden ja wohl nicht unsere eigene Einrichtung hier in die Luft jagen, oder? Okay. Und ja. Deswegen weiß ich nicht, je nachdem, wie, ja, ich weiß nicht, wie sehr viel besser das vielleicht im Vergleich zu den anderen Endings ist, werde ich das vielleicht am Ende hochladen oder jetzt als nächsten Part oder was weiß ich, welche Reihenfolge. Also ja, das könnte entweder der letzte oder vorletzte Part sein des Projekts und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ich habe jetzt wieder so weiter gespielt, dass ich wieder zu dem gleichen Punkt war angekommen bin. Oh, upsala. Entschuldigung, ich tue es wieder hinstellen, okay? Warte. Ich kann es nicht hochheben, nein. Warte. Ich stelle es wieder hoch. Ich stelle es wieder hoch, Vater. Wo ist es? Ich stelle es wieder hin, keine Sorge. Bitte nicht schlagen. Warte mal, ich bin doch dein Vater. Heb das wieder auf. Räum dein Zimmer auf. Ja. Wenn ich übrigens der Bad gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weiterhelfen. Und ja, wie gesagt, ich habe bis zu dem Zeitpunkt wieder gespielt, wo wir mit Vater reden müssen, nachdem wir hier diese Rede hier gemacht haben und den Reaktor angeschaltet haben und so. Und diesen einen Typen rekrutiert haben, welcher sich irgendwie in so ein Häuschen eingesperrt hat und so. Und das habe ich alles schon mal wieder gemacht, dass wir wieder diesen Zeitpunkt erreichen. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch dauert. Nehmen wir an, wir sind schon sehr weit im Spiel voran und kurz vorm Ending, aber mal schauen. Weg zu entscheiden. Und du? Stimmst du ihrer Entscheidung zu? Ach ja. Naja, diese Sitzung, wo wir gesagt haben, ob wir gegen die Bruderschaft kämpfen oder nicht. Es gibt keine gute Antwort. Wenn wir handeln, riskieren wir was. Doch nichts tun könnte tödlich sein. Die wollen ja alle sich mit der Bruderschaft kloppen und ja, ich war irgendwie dagegen. Es ist kein Geheimnis, dass aber wir müssen es trotzdem machen. Zusammengearbeitet hast, um zum Institut zu gelangen. Es wurde oft hinterfragt, wie stark du dort wohl involviert warst. Du kannst dir sicherlich denken, von wem. Die Frage ist, wie ist jetzt dein Verhältnis zu ihnen? Zählst du sie zu deinen Verbündeten? Ja, ich habe schon das Ending gesehen, also. Sie bedeuten mir nichts. Haben sie nie. Ich bin erleichtert, das zu hören. Dann kann ich hoffentlich bei dem, was getan werden muss, auf dich zählen. Weil diese Fanatiker nicht mehr weiter existieren dürfen. Das müssen wir dir auch noch erledigen. Eine äußerst reale Gefahr für das Institut. Es sind nur wenige. Aber aufgrund ihrer seltsamen Ideologie werden sie niemals aufhören, uns anzugreifen. Ihr habt doch eine Klatsche. Kannst du das erkennen? So gut wie tot. Du musst dir um sie keine Sorgen mehr machen. Sie sind so gut wie tot. Danke. Tu, was getan werden muss. Aber ihr habt doch alle einen Knall. Ihr wollt hier alle Leute töten. Tötet das Team. Okay. Ich gehe jetzt einfach dahin und mach die kalt. Und dann gehe ich wieder raus. So einfach machen wir das. Wahrscheinlich aber dann noch die Bruderschaft erledigen. Niemand will dort von den Minutemans. Niemand will die Minutemans töten. Ne? Sind zu großer Langweiler Haufen. Das hat was Dringendes für dich. Kann ich dir auf ansprechen, dass ich sie töten muss? Ja, einen Moment. Verdammt. Kann ich mal dem einen irgendwie Granaten oder so kaufen? Was ist denn hier noch?
Hier ist auch noch was für die Dingens. Wo ist dieser eine Typ, der mir Sachen verkauft? Hi. Die DIA. Scheiße, Mann. In dem versteckt aber das Beste vom Besten ist das ballistische Polymergewebe. Leicht, starke Schutzwirkung und sieht aus wie normaler Stoff. Ich habe was vorrätig, aber... Oh, das dauert noch. Zeig mal, was du da hast. Schau dich. Hast du irgendwie die Dingens? Gib mir mal die. Das haben wir nämlich noch nicht gesehen in dem Spiel. Und das will ich mal ausprobieren. Er hat schon wieder ein Radio. Er hat ein Radio an. Ey, das gibt's doch nicht. Da machen wir mal einen Stealth Boy an, obwohl die mich wahrscheinlich sowieso sehen. So. Was? Auf allen Nordrouten um 52%. 52%? Das ist untragbar gefährlich. Professor, was hältst du davon, wieder zurück ins... Wie kannst du mich sehen? Ich bin unsichtbar. Das Gefecht und ich sind alte Freunde. Dann hast du dir den richtigen Beruf auf. Wir haben Schwierigkeiten mit Dr. Amar. Du hattest schon mit ihr zu tun. Aber vielleicht ist dir nicht klar, welche wichtige Rolle sie für uns spielt. Synths sollen in die Höhle der Erinnerungen gehen. Frau Doktor verpasst ihnen neue Erinnerungen, dann gehen sie wieder. Aber ihr letzter Patient steckt dort fest. Sein weiterer Weg wurde kompromittiert und wir suchen nach Alternativen. Erzähl mir mehr über die Alternativen. Wir versuchen, ich will dich doch nur umbringen. Zu finden, der an unseren Zielpunkt führt. Vielleicht. Aber ich Part konnte natürlich wieder ein bisschen lang werden. Einen Weg durch Lexington nehmen. Das Switchboard ist ein Nexus der Institutsaktivität. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich will euch kalt machen. Im Klartext, Pam. Sie sagt, dass wir auf keinen Fall Einsätze im Umfeld des Switchboard durchführen dürfen. Wir müssen die Gen 1 auf dem ursprünglichen Weg beseitigen. Sag mir einfach, was ich machen soll. Ich sehe hier keinen Ausweg mehr. Wir machen es auf deine Art, Carrington. Geh zu Dr. Amari und sag ihr, dass kein anderer Weg möglich ist und du den Weg für ein letztes Mal räumst. Hier steht eine Menge auf dem Spiel, also gib dir Mühe. Ich bin sehr beschäftigt. Sofern du keine ärztliche Hilfe benötigst, wende dich bitte an jemanden. Könnte man noch einen Stealth Boy eben benutzen. Wurde eine statistisch erhebliche Anzahl von Mannern gesichtet. Fazit: Das Institut sucht aktiv nach Railroad-Elementen. Kurzfristige Lösung. Linieren, wo immer sie auftreten. Ich komme nach Hause. Verdammt, die haben noch nicht mal was gemerkt. Oder auch der hat was gemerkt. Verdammt. Hi. Glory, 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 glory. Aufgepasst, Leute. Oh Gott. Schwöre, ich spiele auch sehr schwer. Er gibt dann hier so einen stinknormalen Railroad-Agenten Dingens. Systeme gesperrt. Stelle statistisches Modell für Operation Tea Party auf. Was? Verarbeite. Agent. Professor. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Seltsame Art, Hallo zu sagen. Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Ham. Prädiktive Analysemaschine. Okay. Schön, dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person, ich liefere... Die hat einfach alles gelöscht, oder was? ...aller Einwohner, der als Common
What? Was? Das ist erstaunlich. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Also, das bringt das nichts. Auch wenn du manchmal falsch liegst, ist das unglaublich. Ich wiederhole. Vorsicht. Es wird als unklug erachtet, sich auf Vorhersagen dieser Einheit zu verlassen. Operation. Du bist doch nur bescheiden. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist Ihr Ursprungsort? Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten. Warum tun wir uns so casually mit der unterhalten, nachdem ich hier alle umgebracht habe? Kryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach Dibrov. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Okay. Ja, ihr seid alle tot. Geil, was? Ich gehe dann. Dich kann mich von dir aus teleportieren, ne? So, jetzt bin ich. Ach, Dings, muss ich auch töten. Deacon. Also der Paladin Dance eigentlich. Ihr müsst doch eigentlich auf mich losgehen. Ich bin dann mit der Bruderschaft jetzt verfeindet. Ich bin jetzt mit der Bruderschaft und mit der Dings hier verfeindet. Mit der Railroad. Das gibt's einfach nicht. Na gut. Also ja, Institut ist jetzt nicht so das netteste Ending von allen. Müssen wir echt alle töten. Menno. Okay. Fragt sich, wer jetzt alles auf mich losgeht. Vor allem Preston hasst mich ja auch, ne? Alle hassen sie mich, ey. Nur die Raider, die lieben mich, obwohl da hasst mich auch eine Fraktion. Ich kann es hier echt niemanden recht machen. Jeder hasst mich irgendwie, das darf einfach nicht wahr sein. Na, Deacon. Achso, das ist diese eine Fähigkeit, genau. Mir mein Ding zum Mal zeigt. Warte mal, ist der am Pennen? Da wäre auch perfekt. Entschuldige bitte, dass ich diesen ganzen... Ja, okay. Ich muss eigentlich immer gleich fragen. Also, was? Wir haben schon so viel krummes Zeug gemacht. Jetzt hat jemand gemerkt. Ja, jetzt kann sich Mama Murphy bewegen, ist klar. Also wo ist Deacon? Den muss ich auch noch erledigen. Deacon. Ich bin auch blöd, ne? Ich kann auch hier auf das Ziel gucken. Was ist denn da los? Gott, was beschützt mich? Der ist irre geworden. Warum geht ein Kotzwort auf mich los? Deacon. Hi. Oh, noch ein. Meine Güte. Ich habe ein Problem. Hey, Kotzwort. Warum gehst du denn auf mich los? Pack die Waffe weg. No more violence. Aber sie ist voll gechillt. Wo geht er denn jetzt hin? Ah. Das Institut hat mich korrumpiert.
So, kann ich jetzt hier einfach weggehen. So. Ein paar Leute einfach getötet. Weil, keine Ahnung, wir verfeinden uns ja mit allen beim Institut. Warum denn nicht? Außerdem wollte ich meinen Sandman-Kill sehen. Weil die Musik dabei. So, was geht? So, Opa, hab alles getötet. Bist du nicht stolz auf mich? So, wen soll ich als nächstes töten? Mit wem soll ich mich als nächstes verfeinden? Nicht vergessen, Gesundheit und Zufriedenheit gehen Hand in Hand. Sean, die Arbeit so böse. Ist also getan. Tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht einfach für dich war. Los geht. Es musste getan werden, also wurde es getan. Mach hier keinen Fehler. Es ist nie einfach. Für keinen von uns. Es gibt offensichtlich eine letzte Bedrohung, der sich das Institut stellt. Die Bruderschaft. Was immer es ist, wir können damit umgehen. Davon gehe ich aus. Aber in diesem Fall stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen. Die stählerne Bruderschaft ist von Technologie besessen und hat gezeigt, dass wir nicht friedlich zusammenleben können. Ja, genauso krank wie die ganzen anderen. Nee. Irgendwann von uns das holen wollen, was wir über lange Zeit geschaffen haben. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Du hast recht. Ja, komm, wir töten alles. Bringen jeden im Ödland um. Aber das Problem mit der stählernen Bruderschaft geht über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Es reicht nicht, sie hier zu vernichten. Es gibt von ihnen noch mehr auf der Welt. Und auch sie werden uns angreifen. In Kalifornien oder so. Wir können sie jetzt besiegen. Und das wird uns wieder gelingen, wenn es sein muss. Wahrscheinlich schon. Aber es wäre klüger, dem jetzt ein Ende zu bereiten. Und wir schmeißen eine Atombombe auf die Zitadelle. Dass sich die von ihnen so hochgeschätzte Technologie gegen sie wenden wird, wenn sie sich mit uns anlegen. Wir zeigen ihnen, dass wir aus dem Nichts erscheinen können, wenn wir wollen. Und sie uns niemals aufhalten werden. Sie werden sich hüten, sich jemals wieder mit uns anzulegen. Wow, krass. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es funktionieren wird. Das Institut ist absolut gründlich. Dr. Lee erwartet dich bereits in ihrem Labor. Sie wird dir alles weitere erklären. Die Zeit. Ja, Dr. Lee, trägt. Alles klar. Bridwin down. Schon wieder? Wir haben schon wieder die Bridwin in die Luft. Wir schmeißen eine Atombombe nach Washington. Die Zitadelle. Ist das nicht das Hauptquartier der. Nee, ich glaube in Kalifornien sind die. Nee, in Kalifornien sind die, glaube ich, entstanden, so wie ich das mitbekommen habe. Ich hoffe, Sie und Vater versuchen. Vor drei tut man ja die Zitadelle betreten, was glaube ich so die Hauptstation der Bruderschaft in Washington ist. Hier sind sie ja einfach nur mit einem Luftschiff hingeflogen, oder hatten die ein richtiges Hauptquartier. Liberty Prime? Sean sagt, es ist an der Zeit. Ah, verstehe. Nun, dann fangen wir besser an. Ormin, komm bitte rüber. Es ist an der Zeit. Was? Jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. So wie es aussieht, läuft uns die Zeit davon. Gehen wir. Wir erklären dir die Grundzüge der Operation, soweit sie feststehen. Dr. Ormin hat die meisten Vorbereitungen getroffen, deshalb wird sie alles erklären. Okay, danke. Ist das wirklich so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Das ist mir bekannt, ja. Okay, gut. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Also gelangen wir per Transmission auf das Luftschiff und sabotieren es. Das würde uns nicht nützen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Ihrem Roboter und dem Luftschiff. Der unmittelbare Bereich um Ihr Lager ist Sperrgebiet. Aber Sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du rein die Generatoren deaktivieren kannst. Zumindest haben wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Genau. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite.
Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor ich die mit der Überraschung leite. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Oh, danke. Granaten. Natürlich, Granaten kann ich immer gebrauchen. Nein, nein, das sind keine Granaten. Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu dieser Position. Ach so, die habe ich doch schon mal gehabt. Sollte es notwendig sein, können Synths direkt dort landen. Wir haben nur wenige davon. Also setze sie gut ein. Wirf sie bitte nicht in die Bucht. Oh, großartig. Der Tag ist gerettet, wie mir scheint. Wir werden ja sehen, was du denkst, wenn du von Soldaten der Bruderschaft umzingelt bist. Deine eigentliche Aufgabe ist, zu Liberty Prime zu gelangen. Oh ja. Du weißt, worum es hier geht, oder? Das ist der gigantische Roboter der Bruderschaft. Richtig. Sie halten ihn für ihre ultimative Waffe. Wir werden ihnen zeigen, dass er uns gehört. Wir haben unser Wissen gesammelt und Modifikationen vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, meine Idee, das Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Sorg dafür, dass er nicht drauf geht, verstanden? Wir haben Anspielung an Fallout 3 gemacht, das fand ich gut. Mit Liberty Prime auf unserer Seite haben wir einen enormen Vorteil. Ernsthaft, wenn wir den Roboter auf unserer Seite haben, haben wir so gut wie gewonnen. Aber seine Waffen und Zielsysteme werden überschrieben. Und er wird ihr Luftschiff als vorrangiges Kommunistenziel im Commonwealth erkennen. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, stell sie bitte jetzt. Ansonsten wirst du im Transmissionsraum erwartet. Ich habe keine Fragen. Bringen wir es hinter uns. Also, Roboter holen, ich wünsche dir alles platt machen, fertig. Zeigt es vielleicht nicht, aber sie freut sich, dass der Reaktor in Betrieb ist. Oh. Ausgezeichnet. Ich frage mich, ob wir den benutzen im Bruderschafts-Ending. Weil ich glaube, wir müssen sogar Teile oder so für den finden oder so. Wenn ich mich nicht irre, hatte ich da schon so eine Mission, glaube ich. Und ja, ach, ich bin schon wieder. Ich muss noch einen Transmitter da. Autsch. Oh ja, das wird hoffentlich gut. Freu mich. Freu mich. Du warst echt die ganze Zeit hier, kann das sein? Das ist übrigens der neue Begleiter vom Institut X688. Und ja. Viel habe ich von denen noch nicht gehört und so mitbekommen. Aber scheint in Ordnung zu sein. Jetzt kann Bock, den hier extra die Beziehung noch hoch zu ballern. Irgendeinen Effekt, den ich vielleicht nicht brauche oder so. Also lassen wir den. So, ich werde jetzt direkt zum Flughafen irgendwie geportet, ne? In der Nähe zum Flughafen. Wenn ich mich nicht Dann los. Wird ja wohl hoffentlich das Finale an sein, ne? Gibt's denn danach noch zu tun am Ende? Haben wir die Railroad erledigt, dann haben wir die Bruderschaft erledigt, die Minutemen. Ach, die Minutemen. Die wollen doch nur spielen. Oh Mann. Wahrscheinlich nicht so lange zu gehen, der Part heute. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich der Bruderschaftsending jetzt davor schon mache oder nicht, aber mal schauen. Ich glaube, ich werde der Bruderschaftsending danach machen, weil das ist dann länger, weil wir sind, war noch nicht so weit, glaube ich, in der Questreihe. Und ja, ich hoffe, es wird so wie in Fallout 3 sein, mit dem Roboter durch die Gegend rennen und alles platt machen. Aber letztendlich müssen wir wahrscheinlich wieder einen Reaktor oder so in die Luft jagen, ne? So wie mit jeder anderen Funktion außer dem Institut. Also ja, das ist dann ein bisschen doof. Gott, wo sind denn wir? Da sehe ich den schon. Warum haben die den jetzt auf einmal? Weiß einer, die ihre Story. Hallo. Kann es sein, dass die ihre Story. Ach ja, ich bin sowieso schon mit dem Verfeinden. Die ihre Story-Quest so oder so weitermachen, auch wenn ich denen nicht dabei geholfen habe. Ja, mit der Latte, nein.
Bin ich etwa nicht von Bedeutung oder was? Das beweist für mich irgendwie, dass ich wortwörtlich Sachen mache, die jeder andere machen könnte. In der Infraktion. Warum ziehe ich die nur so wenig ab? Das heißt, du echt für die alle Fraktionen hier die Drecksarbeit machen. Anscheinend kommen die ja so oder so voran. Victoria. Na gut. Wer ist da? Niemand. Hier bei mir. Nein. Huhn. Oh. Niemand. Mich irre, war doch hier irgendwo so ein Hintereingang, ne? Dass ich hier im Lager war. Cool. Okay. Niemand. Alter. Warte mal. Verdammt. Ja, ich muss zwei meisterhafte Dinger erknacken. Wollte mich auf den Arm nehmen. Ich bin schon abgeschlossen gerade. Alter. Ah. Geschafft. So, über mir. Ich war irgendwann schon mal hier drin irgendwo. Hi. Was? Dui. Hast du mich ehrlich nicht gesehen? Hi. Ich glaube, ich sollte da einsteigen, oder? Wo sind die hin? Oh Gott. Was zum? Ich wollte schon sagen. Ja, toll. Das hat jetzt leider jeder gehört, habe ich so ein Gefühl. Ich stell mir noch vor, wie alle irgendwie sagen, auf einmal, alle waren irgendwie so eine normale Tätigkeit irgendwie am machen. Und dann haben sich alle auf einmal umgedreht, so, was war das? Oh, yeah. Auf Victoria. Quinlan, hey, ist das nicht da, wo ich immer die Dingens hier abgeben muss? Bist du da oben? Noch mehr. It's high noon. Mein Gott. Okay. Warum tun die in den Rüstungen immer so wegfliegen? Warum tun die in den Rüstungen immer so geil wegfliegen? Das ist auch, als ich hier die Institutmission gemacht habe, die ganze Zeit der Fall gewesen. Was muss ich ja machen? Ich mich ja draufstellen. Hallo? Wollen wir sie zerstören? Ja. Aha. Kommt. Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet werden. Da kommt halt mit einem Raketenwerfer. Geil.
Ja, komm, die sind doch keine Herausforderung, die mache ich einfach so platt. Hi. Ruhm und Ehre, ja. Ruhm und Ehre. Hat Victoria. War. Weißt du mal? Okay. Autsch. Hi. Wir sehen, wie er wegfliegt. Komm. Oh, der ist ja nicht mal tot. It's high noon. Wutsch. Wutsch. Muss man den Räuber ausrüsten eigentlich? Ah! Suck my ass, bitches! Was ist das? Boah! Was ist das, Buff? Oh. Alter! Boah! Ja. Wir sind ein Institut und wir haben Waffen. Kommt her. Hallo, wie viele sind denn da noch? Bisher noch nicht selber in die Luft gejagt hat. Das ist ein Wunder. Guck mal, wie viele haben jetzt weggeflogen. Ah! Boah. Yep. Ja, wozu bauen wir den Roboter noch mal? It's high noon. What? Als Maul. Die Enklave war viel cooler. Mein Gott. Alter, wie viele sind denn noch? It's high noon. Oh, verdammt. Meiner Triple Kill. So, oh mein Gott. Was ist das? Wir haben schon mal alles platt gemacht, ne? Habt ja nichts dagegen, oder? Alter. Komm her, komm her. Boah, das war geil. Noch mehr. Das Institut ist voll gestört. Klemmt. Wie? Nutzlos. Bringt nichts. Wieso kann ich die Luke nicht öffnen? Leon, beginne Angriff auf feindlich. So, gut. Das war jetzt nicht die feinste Art, aber wir haben alles. Warum ist das jetzt schon wieder kaputt? Gut. Und sagen. Reiche Liberty Prime, das ist kein Problem. Also alles tot, was da in der Nähe ist. Jedes feindliche Leben wird einfach ausgemerzt da. Geh mal so einen Weg. So. Was ist? Ah,
Hier, weißt du, was das ist? Oder du? Komm her. Komm, wir essen. Geil. Okay. Auch hier ist der WT-Bird gelandet. Hallo? Boah, jetzt muss ich extra nochmal aufschließen, ne? Wir alles getötet, Mann. Ich bin die Bruderschaft. Das nächste Mal, wenn die Bruderschaft irgendwie, weiß ich nicht, Hilfe entsandet, wie hier zum Beispiel ins Commonwealth, dann sollten sie einfach nur mich schicken. Ernsthaft, ich kann die Bedrohungen die alle töten. So, Liberty Prime, was geht? Ja. Wieso tun wir den Knopf draußen am bringen, ne? Hör euch mal auf. Was ist hier los? Transmission abgeschlossen. Virus begibt sich zum Ziel. Greife an. Muss ich ja ausgerechnet den am wenigst geschützten Zimpf, den ihr je gebaut hattet, dahin packen. Ich meine, der hat noch nicht mal eine Rüstung oder so. Der ist einfach nur Gewebe. Ew. Das ist jetzt unsere Basis. Verpieselt euch. Oh Gott. Bis dann. Lande bitte nicht hier. Danke. Nein, nicht hier. Wie Paladin da, was machst du denn hier? Ja, stirbt. Boah. Ja, klar, so ein legendärer. Warte mal, ist da oben jemand? Soll ich verarschen? Weg von dem. Ist schon einer getötet von uns oder was? Aber wo kommt ihr alle her? Nein, Bobby. Was hat? So. Nein. Er lebt noch. Er lebt noch. Nein. Pudding. Ist der ich? Kommunistischer Umsturz. Wahrscheinlich. Naja, Liberty Prime war gegen Kommunismus. Ich vergaß. Liberty Prime ist sehr patriotisch ausgelegt, das weiß ich noch. Wie ist dann noch ein Geschütz am Stehen, ehrlich? So viele Miniaturen um mir reingeballert, ne? Dürfte nichts mehr am Leben sein. Ich treffe dich. Ja, mein Kopf ist ab. Dein Kopf, nein, wir blieben. Oh, nein, schreck doch mal. Gott verdammt, wo bist du denn? Elster Maxton, was? Habe ich ja gerade voll den Final Kampf irgendwie verpasst oder was? Warte mal, Gott, was tut uns? Ich glaube nicht, ne? Ich bin aus dem Weg. Komm, wir kämpfen noch gegen die Prison hier.
It's high noon. Ja. Was? Boah, mitten, ja, ja. Mich verarschen, da ist noch die ganze Zeit ein Geschütz. Da ist noch ein Betty-Bird, den machen wir auch noch platt. Zum Glück bin ich auf so einem hohen Level, ne? Sonst hätte ich halt hier neben Leben überlebt. Hi. Neue taktische Bewertung. Rot-chinesische Präsenz entdeckt. Luftangriff der kommunistischen Streitkräfte wird fehlschlagen. Einleitung von Direktive 7, 3, 9, 5. Vernichtung aller Kommunisten. Oh, und da geht sie wieder kaputt. Oh nein, ich wollte das sehen. Oha. Das war geil. War so viel Action auf einmal. Wie geht's jetzt weiter? Nämlich einfach aus dem Spektakel heraus teleportiert. Oh. Hallo. Hi, morgen. Ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen. Bricht im Commonwealth an. Meine Herrschaft ist jetzt das Institut. Oh, es geht noch weiter. Nach der ist er am Sterben, genau. Boah. Okay. Warum nicht? Ja, da werde ich mal gucken, ob das Bruderschaftsending das toppen kann. Falls ich jetzt nicht schon hier vor hochgeladen habe. Aber bis jetzt war das hier das geilste von allen. Ending-mäßig. Ja. Ohne mich wäre mein Sohn nicht hier. Ich bin Herr Fallout. Ja, jetzt bist du wieder drin. Was geht? Hallo, Sean. Ah, da bist du ja. Ich habe die Neuigkeit erfahren, aber du wärst ja nicht hier, wenn es kein Erfolg gewesen wäre. Wie gut, dass es funktioniert hat. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Es ist vorbei. Ja, aber eigentlich doch nicht. Für dich fängt es gerade erst an. Das Institut liegt jetzt in deinen Händen. Führe es gut. Ellie war dem Institut immer treu ergeben. Und mir. Du kannst dich auf ihre Hilfe verlassen. Sobald ich gegangen bin, liegt alles in deiner Hand. Ich weiß nicht, warum der PS4 immer so abgeht, wenn ich hier im Institut bin. Ich werde mein Bestes tun. Das weiß ich. Mach dir keine Sorgen um mich. Blick nach vorne. Konzentriere dich auf die Zukunft. Unsere gemeinsame Zeit war seltsam, nicht wahr? Ich habe mich viele Jahre lang gefragt, wie du wohl bist, was wir alles verpasst haben. Du sollst wissen, dass ich dankbar bin für die Zeit, die wir hatten. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich auch. Danke, Vater. Du hast deinem Jungen geholfen, seine Träume zu erfüllen. Ich glaube, ich möchte jetzt schlafen.
Okay. Ich habe Sean verloren. Kann von vorne anfangen. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Der Zeit eins auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Oh Gott. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so wie in Fallout New Vegas oder Fallout 3 endet. Also, ich bin ein bisschen traurig, dass das nicht so endet wie in Fallout 3. Dass man sozusagen den Ausgang von fast jeder wichtigen Mission irgendwie nochmal am Ende, im Ending irgendwie so mitbekommt, die Leute von so und so sind jetzt frei, bla bla bla. Dank der Hilfe des einsamen Wanderers oder so. Dass man alle Sachen irgendwie, die man im Spiel gemacht hat, einen nochmal so vorgelesen bekommt. Und ja, das vermisse ich ein bisschen, weil hier sind alle Endings irgendwie gleich. Nur im Spiel ändert sich hier bald. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, ich kann den Part hier beenden. Ob das jetzt der letzte Part ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Also storymäßig. Und ja. Hat jetzt 48 Minuten gedauert. Jetzt ein bisschen kürzer als die restlichen Parts. Bin ich zufrieden mit. Und ja. Ich glaube, welches Ending hier sozusagen das Canon-Ending ist, also was vorgesehen ist. Und ja, man bekommt ja irgendwie nicht mit, was hier aus den Ereignissen von Fallout 3 passiert ist, weil das hat sich alles nur so auf Washington hier bezogen. Oder da gab es ja, glaube ich, nur ein Ending, ne? Wenn die ganze Enklave und so vernichtet und so, in den riesigen archenförmigen Schiff oder so. Und ja, Liberty Prime kommt da auch zum Einsatz ein paar Mal. Und ja. Hey, ja. Geh dorthin. Ganz genau, Sir. Auf dann rumzustehen. Und haut ab. Gut. Ob das jetzt der letzte Part ist oder nicht, ich bedanke mich trotzdem herzlich fürs Zuschauen. Und ja, falls das der letzte Part ist, sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen für dieses Projektes. Ich weiß, nicht viele Leute haben das Projekt geguckt, aber ist mir auch egal. Aber ja, ich finde es immer, ich bin immer unvorbereitet, wenn ein Projekt zu Ende geht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deswegen tue ich auch meistens immer das Ending so vor mir herziehen. So ist bei jedem anderen Projekt genauso. Und ja, aber noch so, weiß nicht, anderthalb Jahre oder so, muss ja irgendwann mal ein Ending kommen, so nach 350 Episoden ungefähr. Und ja, vielleicht gibt es ja noch so ein paar Sachen, die ich hier von dem Projekt hochlade, hin und wieder mal. Also jetzt nicht täglich, sondern weiß ich nicht, vielleicht mal so ein paar Sachen, die ich noch machen will. Weiß nicht, so ein riesen Amoklauf im Ödland oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen.
um den Kanal etwas weiter zu helfen. Und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Projekt. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und jetzt bringen wir die Leute hier noch alle um. Tschüss. Das ist hier kein Schwein. Egal. Tschüss.